Ein Angriff aus der Luft ist zwecklos. Die Luftabwehr ist viel zu stark. Aber ich habe Angst vor ihnen. Zählt das nicht? Welche anderen Optionen haben wir? Ich glaube, ein Bodenangriff ist unsere einzige echte Chance, den Störer auszuschalten. Überlass das mir. Perfekt. Wir arrangieren den Transport für euch. Ihr müsst schnell sein. Die Flotten werden jeden Moment aus dem Hyperraum kommen. Je länger wir warten, desto mehr verlieren wir. Ihr hört euch nicht gut an, Theron. Solltet ihr nicht eher in einem Kolto-Tank stecken, als Missionen zu planen? Wahrscheinlich, aber dafür haben wir keine Zeit. Ich muss erst noch die letzten dieser Novablade-Dateien hacken. Sie enthalten Daten zu jedem einzelnen Schiff, das von den Revanitern infiltriert wurde. Sobald die Störung behoben ist, müssen wir alles übertragen, was wir haben, um die Flotten davon zu überzeugen, das Feuer einzustellen und die Revaniter in der eigenen Crew festzunehmen. Eine Sache noch, da Lana gerade nicht hier ist. Passt auf euch auf. Ich glaube so langsam, dass mein kleiner Besuch bei den Revanitern ihre Idee gewesen sein könnte. Ihr glaubt, sie arbeitet für die Revaniter? Nein, aber ich glaube auch nicht, dass sie alle Karten auf den Tisch gelegt hat. Also seid einfach vorsichtig, okay? Ich werde wachsam bleiben. Gut, und jetzt genug verschwörerisches Gerede. Geht da raus und schaltet diesen Störer aus. Ich weiß nicht, ob ihr mich empfangt, aber ich bin angekommen. Wir empfangen euch. Der Störer ist in Sicht. Ich versuche euch hindurch zu helfen, so gut es geht. Aber dieser Signalstörer könnte für ein paar Probleme sorgen.
seid drin. Zwischen euch und dem Störer befindet sich ein Kraftfeld. Ihr müsst ein paar Sicherheitscodes besorgen, um es passieren zu können. Das Signal bricht gleich ab. Wir hören uns, wenn ihr den Störer dann bedient habt. Ich breche gerade euren Rekord, Boss.
ist der Richtige. Akzeptiert das oder sterbt. Geschah.
Laden. Systeme normal. Bestätigt. Schalte sie aus. Systeme normal. Verbündete erkannt. Ihr habt hier nichts zu suchen. Gebt auf und verschwindet! Republikanische Flotte, bitte kommen. Empfangt ihr mich? Hier ist das Flaggschiff Dauntless. Stelle euch zum Kommandodeck durch. Hier spricht Sentil Shan. Müssen wir uns bei euch für die Deaktivierung dieses Störers bedanken? Ja, aber das war nicht alles. Es befinden sich Verräter auf jedem einzelnen Schiff der Flotte, auch der Imperialen. Sie manipulieren den Kampf von beiden Seiten aus. Ich übermittle jetzt die Namen der Verräter. Sie sind Teil eines Kults, des Revan-Ordens. Revan? Aber er wurde getötet. Anscheinend hat er das anders gesehen. An alle Schiffe, Feuer einstellen. Einen Kanal zum imperialen Kommandanten öffnen. Ich habe zugehört. Was Intrigen angeht, ist diese hier überaus kreativ. Es ist die Wahrheit. Treibt die Leute von Terons Liste zusammen und überzeugt euch selbst. Und falls ihr recht habt, was schlagt ihr dann vor? Ein Treffen. Von Angesicht zu Angesicht. Auf neutralem Boden. Es gibt eine Stadt auf der Oberfläche, die Räuberbucht. Wir übermitteln die Koordinaten für den Treffpunkt. Nun gut. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Allora, Gara. Furbol in Zadra.
Möchte jemand Erfrischungen? Wir haben eine reichhaltige Getränkeauswahl. Nein, danke. Ich brauche nichts. Das fängt ja gut an. Meisterin Satil, danke, dass ihr gekommen seid. Natürlich. Die Schiffe der Revaniter wurden allesamt versprengt, erobert oder vernichtet. Ihre Komplizen an Bord unserer Schiffe wurden gefangen genommen. Ihr habt eine Bedrohung entdeckt und uns die Mittel gegeben, sie eigenhändig auszumerzen. Was gibt es noch zu besprechen? Revan ist immer noch am Leben, mein Lord. Und seine Pläne gehen noch viel weiter. Der Imperator ist nicht tot. Revan glaubt, er könnte das ändern, aber er irrt sich. Ist das richtig? Niemand, nicht einmal Revan, kann den Imperator wirklich vernichten. Ich habe den Imperator niedergestreckt. Ich habe gesehen, wie er gestorben ist. Ihr habt seinen Körper vernichtet und seinen Geist verletzt. Das hat vor euch wohl noch niemand in der Form geschafft. Aber es war nicht genug. Der momentane Zustand des Imperators ist schemenhaft. Er besitzt keinen Körper. Um ihn angreifen zu können, muss Revan ihm zuerst wieder eine physische Form geben. Was genau das ist, was der Imperator will. Zuerst wird er Revan vernichten, dann uns und schließlich alles Leben in der Galaxis. Wie können wir das verhindern? Wie halten wir Revan auf? Das Versteck des Imperators ist ein Geheimnis. Selbst für den Rat der Sith. Der vierte Mond von Yavin. Dort finden wir Revan. Er wollte, dass ich mich ihm dort anschließe. Und er hat mir nicht ausdrücklich verboten, noch ein paar Freunde mitzubringen. Laut unserer Daten verfügt er immer noch über erhebliche Streitkräfte. Wir hätten eine bessere Chance, sie zu schlagen, wenn wir zusammen angreifen. Egal, welche Beweise ich vorbringen würde, ich bezweifle, dass die oberste Kanzlerin einer Allianz oder einem Waffenstillstand zustimmen wird. Das wird der Rat der Sith auch nicht. Aber die Soldaten auf meinen Schiffen sind mir treu ergeben. Ich kann meine Truppen von einem Waffenstillstand überzeugen. Sie haben selbst gesehen, welche Gefahr Revan darstellt. Dann treffen wir uns auf Yavin 4. Einverstanden. Tiron. Wir können unterwegs reden. Ich muss hier noch ein paar Dinge erledigen. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Das kann nicht einfach gewesen sein. Die Verschwörung ist endlich aufgedeckt. Wir haben unsere Taten für lange Zeit vor unseren Verbündeten verborgen. Es ist eine Erleichterung, dass das jetzt vorbei ist. Dann können wir also jetzt darüber reden, wie ihr mich den Wölfen zum Fraß vorgeworfen habt? Ich habe eine wohlüberlegte strategische Entscheidung getroffen. Und wie wir alle sehen können, hat sie sich ausgezahlt. Hättet ihr mich eingeweiht, hätte ich mich freiwillig gemeldet. Aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Wir konnten nicht riskieren, dass euch die Revaniter auf die Schliche kommen. Ihr musstet im Dunkeln tappen, damit der Plan funktioniert. Theron hätte ein Recht gehabt, zu erfahren, in welche Gefahr er sich begibt, Lana. Ihr hättet ihm die Wahrheit sagen müssen, genau wie uns. Der Zweck hat jedoch eindeutig die Mittel geheiligt. Persönliche Gefühle spielen da keine Rolle. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir mit der Mission fortfahren. Es ist noch ein weiter Weg bis Yavin. Einverstanden. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Wir sehen uns dort. Gute Reise! Thank you.
einer der fortschrittlichsten Führerkolonien in der Galaxis bin. Falls das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, bitte ich darum, mich zu ersetzen.